Videospiele. Als ich damals als Kind einen C64 bekam, haben mich Videospiele quasi über Nacht erobert. Videospiele sind einfach das Coolste für mich seitdem. Aber seitdem hat sich auch viel getan. Wie ich die ganze Entwicklung von Videospielen mitbekommen habe und was ich davon halte, das werde ich euch in diesem Video erzählen. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es noch ganz normal war, im Wald rumzuhängen, Buden zu bauen und mit Holzstöcken Schwertkämpfe mit seinen Kumpels auszufechten. Doch einige von uns hatten auch schon einen C64. Man könnte heutzutage sagen, dass das der PC damals war, den man aber nicht so einfach mit einer Maus bedienen konnte, sondern man musste wirklich Befehle eintippen. Schrägstrich, Load, Game, Run, irgendwas. Da gab es jede Menge Befehle, die man erstmal lernen musste und die musste man dann richtig eintippen. Für die Kumpels war man damit damals der coolste Kerl überhaupt. Und ich hatte das Glück, einen C64 zu haben. Immer wieder hingen wir zusammen bei mir ab und spielten die kuriosesten Spiele, wo man kaum was erkannt hat. Aber damals, für uns, war das die coolste Grafik. Das Schöne an dieser Zeit war, man konnte auch richtige Tauschbörsen quasi mit seinen Kumpels machen. Der eine hatte das Spiel, der andere das und der andere wiederum ein ganz anderes. Aber kein Problem, denn damals konnte man die Spiele einfach kopieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es danach weiterging. Ob erst die Konsole Atari kam oder Amiga. Ich weiß nur, dass der Amiga mich quasi als nächstes sehr geprägt hat. Aber der Amiga, das war einfach mein Steppenpferd. Ich hatte kistenweise Spiele. Gut, manche Spiele brauchten auch 10, 15 Disketten. Das war der Wahnsinn. Es gab so Spiele wie Second McCracken, wie Elvira, Indiana Jones, Day of Tentacle, Simon the Sorcerer. Und. Es waren die Gehe zu, nimm dies, bewege das, kombiniere Spiele. Diese Spiele habe ich geliebt, bis zum geht nicht mehr. Diese Spiele fehlen mir heute. Heute gibt es sehr viele Spiele, Ego-Shooter, Rennspiele, Simulationen. Aber diese typischen, ich weiß nicht, Adventure-Spiele scheinen irgendwie ausgestorben. Früher gab es da tonnenweise von. Diese Spiele fand ich damals am allercoolsten. Gerade Elvira, das Gruselspiel. Hat uns das gefesselt. Wir saßen zu dritt vorm Amiga und haben diese Rätsel gelöst. Heute sitzen wohl die wenigsten zusammen vor der Konsole oder vorm PC. Man trifft sich via Internet. Ich mache das heute auch nicht anders. Die Leute, mit denen ich abends spiele, habe ich in Wirklichkeit noch nie gesehen. Das ist vielleicht eine der Dinge, die ich damals besser fand. Nach dem Amiga kam dann irgendwann der Game Boy. Nintendo, das war cool. Die Module, wir haben draußen gesessen, wir hatten Bauchtaschen, extra von Nintendo, wo man die Module reinstecken konnte oder ganze kleine Koffer. Man hat sich getroffen, auf irgendeiner Treppe gesessen und die Module getauscht und dann wurde losgezockt. Module faszinieren mich heute noch. Ich liebe diese Dinger. Ich habe immer noch von Sega und NES ein paar hier rumliegen. Sie sind einfach unzerstörbar. Das war wohl der größte Vorteil dieser Sachen. Wenn irgendwas nicht lief, einfach kurz mal reingepustet und schon lief es wieder. Danach folgten noch viele andere Konsolen. NES, Sega Mega Drive. Doch eine ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Der Super Nintendo. Der Super Nintendo war wohl für mich die schönste Konsole, die ich je hatte. Und ich hatte wirklich viele Konsolen. Konsolen, die wahrscheinlich heute niemand mehr kennt. Der Super Nintendo hatte so coole Spiele wie True Lies. Es war total cool, als Arnold Schwarzenegger rumzulaufen. Heute könnte man sagen Open-World-Spiel, denn man konnte echt überall langlaufen. Oder Zelda, F-Zero, Super Mario, Secret of Mana und viele andere Spiele. Irgendwann kam Sega mit Mega CD oder Sega Saturn oder so. Ich hatte diese Konsole, weil sie war vor der PlayStation da, mit CD. Das musste ich haben. Aber so begeistern wie der Super Nintendo konnte sie mich damals nicht.
Als irgendwann dann die PlayStation rauskam, ja, ich rede hier von der PlayStation 1, sah das Ganze schon wieder ganz anders aus. Gaming wurde auf einmal cool. Nicht nur unterhaltsam und man hat's gespielt und es war so normal cool, nein, packte das Ganze in eine ganz andere Sache. Es gab auf einmal Tekken, wo man mit seinen Kumpels sich gegenseitig verprügeln konnte. Es gab Worms, wo man mit kleinen Würmern Krieg gegeneinander führen konnte. Es gab Command & Conquer, ein Strategiespiel und vieles mehr. Ab diesem Zeitpunkt hatte mich Nintendo wohl verloren und auch eigentlich irgendwie nie wiederbekommen. Wir hatten irgendwann mal eine Wii mit so einem Balance Board. Ja, das haben wir dann eine Woche benutzt und das war's dann aber auch. Seitdem spiele ich nur PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 und mit der 4 wurde ich wieder ein bisschen aktiver wieder am Spielen, denn irgendwann hatte ich mal die Lust verloren eine Zeit lang und auch jetzt im Moment spiele ich eigentlich immer weniger. Tatsächlich spiele ich auf dem Handy im Moment. Warum? Weil mir die Titel irgendwie nicht gefallen, die es im Moment gibt. Es gibt zu viele Rennspiele, Ego-Shooter. Ich vermisse die klassischen Click-Adventure. Gehe zu, nimm dies, verbinde. Das waren irgendwie die Sachen, die ich toll fand. Das einzigste Spiel, was es überhaupt irgendwie gibt, ist Baphomets Fluch. Und das habe ich schon vor langer Zeit durchgespielt. Ich frage mich, warum es diese Spiele nicht mehr gibt. Ist kein Interesse da, Rätsel zu lösen? Auf dem PC gibt es die drei Fragezeichen. Sogar einige. Das finde ich sehr cool. Was mich auch ein bisschen stört, was man alles kaufen muss heute. Damals habe ich mir mein Modul gekauft. Und das war's dann. Ich konnte spielen, ich konnte das Modul verleihen und. Heute geht der Trend dazu, dass man sich etwas online kauft. Man hat also nichts in der Hand. Man spielt und wenn man nicht mehr spielt, dann hat man auch nichts. Ich bin jemand, der stellt sich das gerne ins Regal. Und damit ist es ja noch nicht mal getan, wenn man etwas online gekauft hat. Was mich oft abschreckt, ist, dass man PlayStation Plus kaufen muss, um es überhaupt zu spielen können. Weil die meisten Spiele funktionieren ja online. Doch wer denkt, dass das alles war, der täuscht sich. Ein Season Pass, Add-ons, Skins, Ingame-Währung. Manche Spiele treiben es so auf die Spitze, dass man hunderte von Euros ausgeben muss, um dieses Spiel überhaupt zu spielen. Mich persönlich schreckt das sehr ab. Und viele Spiele teste ich deswegen auch gar nicht erst an. Auch die sogenannten Free-to-Pay-Spiele. Die wenigsten davon kann man wirklich ohne zu bezahlen spielen. Bei den meisten ist es so, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, kommst du einfach nicht mehr weiter. Du musst dir irgendwas kaufen. Sei es ein Premium-Account, irgendwelche Diamanten oder. Es gibt nur ganz wenige Titel, die man wirklich komplett kostenlos spielen kann. Ich finde es ja okay. Ein bisschen müssen die Leute ja auch verdienen. Aber manche Spiele treiben es auch auf die Spitze. Im Grunde genommen ist es für mich sehr schwer geworden, ein Spiel wirklich zu lieben im Moment. Richtige Lieblingsspiele auf der Konsole habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich auf 7 Days to Die. Leider ist es aber voller Bugs und funktioniert oft nicht richtig. Mich interessiert, was eure erste Konsole war, wie ihr das Ganze empfindet, wie es früher war, wie es heute ist. Fehlen euch bestimmte Titel? Was sagt ihr zu der Entwicklung, dass Spiele immer teurer werden? Begründet wird dies mit der Wartung des Spiels, mit der Größe des Spiels und. Mich begleiten Spiele schon mein ganzes Leben und werden wohl auch mein restliches Leben immer an meiner Seite sein. Jedoch wünsche ich mir einen Spieletitel, der mich wieder richtig abholt, der mich hinter die Konsole fesselt. Es gab solch einen Titel, dieses Jahr noch. Ark. Ark hat mich so beschäftigt. Es war einfach genial. Doch leider ist das Spiel halb fertig gewesen, denn es ist eigentlich für einen PC. Und es wurde einfach auf die Konsole rübergeschmissen. Es gab große Enttäuschungen, Spielstände waren oft gelöscht, sowas frustriert. Ich hoffe, dass sich alles wieder so entwickelt, dass mehr nach den Gamern geguckt wird. Keine unfertigen Spiele, keine Season-Pässe, keine teuren Updates, keine Ingame-Währung. Aber das wird die Zeit erst noch zeigen. Die Spieleentwicklung hat noch lange nicht aufgehört. Und der Trend, mal schauen, wo er uns hinbringt am Ende der Reise. Ich weiß, ich werde wohl ewig zocken. Und ihr?